Strohhalm, Kohle, and Bohne. In einem Dorfe hat ein Frau gewohnt. Ich möchte Bohnen essen, sagt die Frau. Zuerst, mein Handvoll Stroh, sie hat ein Feuer gemacht. Dann, eine Bohne hat auf die Frau's Hand entsprungen. Die Kohle sieht die Bohne aus und dann, als wenn das Feuer entsprungen. Das Stroh sieht die zwei auch und ist soon die zwei gegangen. Das ist, wo die drei Freunde sich erst kennengelernt haben. Meine Freunde, wo kommt ihr aus? Sagt das Stroh. Die Kohle sagt, ich soll toll sein, aber ich bin so gut bin, Luke. Den Chor entsprungen. Die Bohne sagt, die alte Frau möchte mich kochen. Ich bin aus die letzte Minute gegangen. Das Stroh sagt, die alte Frau hat alle meine Brüder in den Flur geworfen. Ich bin zwischen den Finger gegangen. Sie haben keine Idee, was sie sollen jetzt tun. Denn sie sollen tot sein. Was sollen wir jetzt tun? Sagt die Kohle. Die Bohne hat einen Vorschlag gehabt. Wir sollen Freundin sein und ein neues Land auswandern. Wir können ein neues Leben beginnen. Sie haben dieses Vorschlag sich gefallen und sie sind gegangen. Bald haben sie einen Fluss gesehen. Dort war keine Brücke und die Freunde haben keine Idee, was sie über die Fluss gehen soll. Dann hat Stroh eine gute Idee gehabt. Ihr könnt mich gehen, denn wir haben keine Brücke, sagt das Stroh. Das Stroh hat eine Strohbrücke bekommen. Die Kohle, ein heißes Haus heute, hat an die neue Brücke erste gegangen. Aber wann hat am Stroh gerückt, hat keine mehr gegangen kann. Hat Horror an seinem Gesicht, denn das Wasser konnte toten. Die Kohle sagt, oh nein, so ein Mist, die Wasser. Es werde mein Feuer ausmachen. Mein Rücken, dein Feuer ist zu heiß, sagt der Stroh. Dann das Stroh hat Feuer am ihn Rücken gehabt und danach hat sich den Rücken gebrochen. Ist in Wasser gegangen. Die Kohle ist nach dem Stroh in Wasser gefallen. Das Stroh und die Kohle sind gestorben. Die Bohne sagt, so viel lässt und seine Jacke zerplatze. Seine Jacke soll kaputt bin, aber ein Schneider hat bei ihm gegangen. War ein nett und sympathisch Mann. Du brauchst helfen bei mir. Ich habe eine Nadel und Zwirn, sagt der Schneider. Dann, der Schneider hilft die Bohne und die Bohne sagt, Dankeschön, du hast meine Jacke geholfen. Der Schneider sagt, bitteschön. Das ist, wenn alle Bohnen haben eine schwarze Nacht. Die Ende.